Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag und heute ist es wieder soweit. Ich darf euch das Lidl-Prospekt des Jahres 2023-24 vorstellen und freue mich riesig darüber, einen Blick in das Sortiment zu werfen. Wenn ihr Interesse an einem Zusammenschnitt der Produktvideos habt, dann schaut einfach auf meinem Kanal nach dem Lidl-Gesamtvideo. Ich will euch jetzt aber auch nicht weiter auf die Folter spannen, daher präsentiere ich euch hier das aktuelle Lidl-Feuerwerk-Prospekt. Direkt auf der ersten Seite dann das altbekannte World Champion, über 20 Teile, unter anderem Fontänen, Böller und Raketen. Bis auf die Raketen hat sich da nicht viel geändert, diese haben jetzt einen Pappdeckel und das Ganze zum Preis von 19,99 Euro. Da muss ich tatsächlich sagen, ja, für 20 Euro gibt es da bessere Sortimente. Als nächstes freue ich mich, dass sie dabei sind, Goldraketen, 6er Set. Ja, altbekanntes Set mittlerweile, würde ich fast sagen, auf jeden Fall auch ein ordentliches Set, leider noch ohne Preis. Dann als nächstes Rocket Clash, 12 Raketen, unter anderem ja, so Kugelbombenraketen. Wirklich schönes Set, 17,99 Euro, da macht man nichts mit falsch. Als nächstes machen wir dann weiter mit Neuheiten, die es bei Aldi gibt. Und da haben wir dann die Batterie Daybreak, beziehungsweise ja, sieht das Ganze nach einem Verbund aus. 153 Schuss zum Preis von 29,99 Euro, unter anderem gefächert geschossen. Als nächstes dann ein spannendes Produkt und zwar Infinity Fire. 36 Schuss im Kaliber 20 mm bei einer Brenndauer von 40 Sekunden zum Preis vom 10er. Also ich würde sagen, wenn das Produktvideo passt, dann könnte das ein Kauf wert sein. Dann als nächstes Magic Dance. Besteht auch aus 3 Batterien, allerdings nur bis 500 Gramm Effektmasse. 82 Schuss zum Preis von 24,99 Euro. Aber auch da ist leider noch kein Video verfügbar. Unter anderem sollen die Abschüsse aber auch gefächert sein, zumindest 6. Als nächstes haben wir dann die Superfly, auch im Kaliber von 20 mm, 45 Schuss zum Preis von 14,99 Euro. Ja, wie es sich herausgestellt hat, kriegen wir wohl heute oder in den nächsten Tagen ein Überraschungspaket mit einigen Produkten und da könnt ihr euch sicher sein, dass es dementsprechend auch ein paar Testvideos geben wird. Als nächstes haben wir dann wieder einen Verbund und zwar Rising Colors, 54,99 Euro für 93 Schuss, 3 Batterien mit einer Gesamt-NEM von 993 Gramm. Ja, unter anderem soll eine Finalsalve dabei sein, aber wie gesagt, da warten wir am besten mal die Produktvideos ab. Unten drunter dann Fantastic Sky, 87 Schuss zum Preis von 15,99 Euro. Das Produkt ist bereits bekannt unter dem Namen Pyro Madness von Nico. Am Anfang Kometenaufstieg, dann ein bisschen Crackling-Aufstieg und am Ende ja, ein paar kleine Zerleger. Für 15,99 Euro kann man machen, muss man nicht. Auf Seite 5 dann Pyro Sensation Effektbatterie, 50 Schuss zum Preis von 16,99 Euro und das bei einer Brenndauer und Steighöhe von jeweils 40 Sekunden bzw. 40 Metern. Dann direkt unten drunter Magic Gin, auch von Nico, eine 16 Schuss Batterie. Ja, soll wohl roter oder grüner Leuchtspuraufstieg sein, anschließende Verwandlung zu roten, violetten oder grünen Leuchtsternbouquets und das Ganze umrahmt von weißen, grünen oder goldenen Glitzersternen. Wie das Ganze letztendlich aussieht, da werden wir nochmal abwarten. Schade, dass hier kein Preis dabei ist, aber den werden wir sicherlich in den nächsten Tagen erfahren. Dann daneben auch wieder eine abwechslungsreiche Batterie, wie sich das liest. Erstmal Kometen, anschließend ja, Knatterfeuertöpfe und zum Ende hin 21 Bombetten. Insgesamt 111 Effekte und zwar ist das der Game Changer. Dann sind wir wieder bei ja, größeren Batterien, wenn man das so sagen möchte. Zumindest ist die Schussanzahl hier groß. 376 Effekte, das ist der Master Blaster für 19,99 Euro. Auch hier dürft ihr nicht zu viel erwarten. Es handelt sich dabei um viele Kometenaufstiege und am Ende dann kleine Bouquets. Weiter geht's mit der Big Surprise XXL Multi-Effekt Batterie. Unter anderem am Ende gefächert geschossen zum Preis von 18,99 Euro. Ich meine, im letzten Jahr hat sie noch 16,99 Euro gekostet. Ja, ich würde sagen, die 51 Schuss Batterie im Kaliber von 20 mm kann man sich mitnehmen. Nächste Seite und wieder ein Nico-Produkt, Pyro Conversion, ist mittlerweile auch bekannt, gab es bereits im letzten Jahr, leider nicht bei mir, aber in anderen Filialen, 24 Effekte zum Preis von 19,99 Euro, unter anderem startet die Batterie mit einer schönen Fontäne und hat abschließend ein paar ja, kräftige Schüsse, dementsprechend für 20 Euro fairer Preis. Unten drunter dann so ein ja, kleinen Klassiker, Highway 180. 180, klar, 180 Schuss sollen es sein, zum Preis von 5,99 Euro. Dabei handelt es sich ja um ein römisches Lichterbündel, wenn man so möchte. Aber daneben, richtig schönes Produkt. 13,99 Euro, Toppreis für die Phantoms and Ghosts. Für den Discounter wirklich ein Top-Raketensortiment. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schlagt auf jeden Fall dabei zu.
Nächste Seite, Jewels of the Sky, ganz oben, achteilig, 21,99 €. Joa, das Ganze gab es mal für 17,99 €. Ist quasi ein kleines Sortiment aus verschiedenen kleinen Batterien. Allerdings nie große Zerleger oder sonstiges dabei. Zum Vorschießen geeignet, für 0 Uhr allerdings nicht. Und da freut es mich, dass ich die sehe. Ying und Yang Fontänen kehren zurück. Jetzt allerdings zum Preis von 4,99 €. Allerdings muss ich sagen, macht man hiermit wirklich nicht viel falsch. Ja, ist eine ordentliche Überraschung, die Dinger zu zünden. Kauft euch die, haltet genug Abstand und ihr werdet genau sehen, was ich meine. Da sind wir bereits auf Seite 9 angekommen und starten mit The New Beastmaster. 18 Schuss im Kaliber 30mm zum Preis von 15,99 €. Ja, dabei handelt es sich um mehrstufige Batterie. Unter anderem unten zweimal so ein Crackling-Feuertopf und dann oben ein ordentliches Bouquet mit schöner Ausbreitung, guten Zerleger und einem kleinen Finale dabei. Also zum Preis von 15,99 € macht ihr hier absolut nichts falsch. Ocean of Lights, 8,99 €. Brenndauer von 120 Sekunden. Also hier muss ich euch letztendlich abraten. Das ist so ein Dauerbrenner sozusagen, den gibt es eigentlich gefühlt auch schon Ewigkeiten bei Lidl. Ich habe ihn einmal gehabt und verstehe nicht, wie er immer noch dabei sein kann. Aber gut, es wird genug Käufer geben. Ich kann euch nur raten, holt ihn euch nicht. Es lohnt sich wenig bis gar nicht. Dann Brillant Fontänenbatterie Laser, auch absoluter Klassiker mittlerweile. Jetzt für 3,99 € statt 2,99 €, unter anderem mit dem altbekannten schönen Lasereffekt. Brenndauer von ca. 70 Sekunden, ja. Für einen schmalen Taler kann man die auf jeden Fall wieder mitnehmen. Direkt mit einer Überraschung auf der nächsten Seite, die Discovery, 2,99 € weiterhin. Also hier muss man sagen, für den Preis richtig schöne 16-Schuss-Batterie, zwar nur ein Kaliber von 14mm, aber hey, 16-Schuss für 2,99 €, die ist echt nicht übel. Unten drunter dann der Showmaster mit 167 Schuss, unter anderem gefächert geschossen, war ja immer so für 29,99 € erhältlich. Da hat man gesagt, für den Preis kann man die auf jeden Fall mitnehmen, schönes Produkt. Jetzt 34,99 €, ja, ist auch noch im Rahmen, wenn man sich mal die ganzen Preissteigerungen anguckt, kann man sich nach wie vor holen. Ich werde mir tatsächlich noch überlegen, ob sie wieder in meinem Einkaufswagen landet. Auch ein bisschen teurer geworden ist der Spotlight-Verbund. 19,99 € statt 17,99 € im vergangenen Jahr, 152 Schuss. Ja, auch hier wieder abwechslungsreich, würde ich sagen. Wir starten mit Bouquets, gehen dann weiter mit Kometenaufstieg und Knatteraufstieg und enden wieder mit Bouquets. Dann kann ich hier meine nächste Empfehlung aussprechen und zwar Stormy Flash zum Preis von 13,99 €. 13 Schuss im Kaliber 30mm. Ja, ein ordentlicher Wirbelaufstieg und am Ende dann ein richtig kräftiger Zerleger mit guter Ausbreitung bei einer Brenndauer von ca. 25 Sekunden. Also mit der Batterie macht ihr wirklich nichts falsch. Ja, ich kann jetzt mal ein bisschen langsamer sprechen und zwar haben wir die Casino Royale und die Queen of the Night. Wer die Batterien kennt, weiß genau, was ich meine. 2 Minuten, 36 Schuss. Ich meine, Geschmäcker sind verschieden, aber die schießt mir einfach viel zu langsam. Da müssten wir schon wie Silvester 2K 10 Stück gleichzeitig schießen. Zum Preis von 22,99 €. Ich kann es nur Jahr für Jahr sagen. Also von mir gibt es dafür keine Kaufempfehlung. Unten drunter dann ein Klassiker. Uranus, 83 Schuss. Leider noch keinen Preis bekannt, wenn man den Leaks Glauben schenken kann. Bei Aldi soll die umgelabelt so 9,99 € circa kosten. Dementsprechend könnte es sein, dass sie hier angepasst wird. Werden wir dann letztendlich noch sehen. Allerdings absoluter Kultstatus. Erst mit Kometen und anschließend grünen Bouquets. Daneben dann, meiner Meinung nach, zumindest mir nicht anders bekannt, die günstigste Fächer-Bouquet-Batterie. 6,99 €, 54 Schuss. Klar, nicht alles gefächert. Wir haben erst einen Kometenaufstieg. Aber für den Preis, Leute, schlagt da auf jeden Fall zu. Wir haben von Klassikern gesprochen. Dann bleiben wir doch dabei. Black Ice, 18,99 € für 47 Schuss, unter anderem gefächert geschossen. Ja, ich glaube, die hat einfach den Kultstatus und deshalb wandert sie jedes Jahr bei mir in den Einkaufswagen. War, glaube ich, die erste Fächerbatterie, die ich mir selber im Discounter geholt habe. Bei Aldi wohl rausgeflogen als Fantastic Four. Hier dabei die Skyshots für 3,99 €, vierteiliges Bombenrohrsortiment im Kaliber 30mm, also 1 € pro Schuss, der es aber wirklich jeweils in sich hat. Eine weitere schöne Batterie, beziehungsweise eigentlich zwei direkt darunter. Goldfinger für 19,99 €, 21 Schuss im Kaliber 30mm, richtig schönes Teil. Genauso wie die Daredevil, 31 Schuss für 15,99 €. Wirklich sehr humane Preissteigerung, ich meine vorher waren es 14,99 €. Also Daredevil definitiv auch weiterhin eine Empfehlung. Dann über den nächsten Teil gehen wir mal schnell drüber. Hier haben wir das Party Funbag für 2,79 €, Tischfeuerwerk für 3,99 €. Ja, wer es für die Party möchte, kann es sich gerne holen. Dann nochmal Tischfeuerwerk Party Animal für 4,99 €.
und dann eventuell ein kleiner interessanter Mix, auch um eventuell im nächsten Jahr weiterhin fortsetzen zu können oder dieses Jahr, ja, vor Silvester für 3,99 €, Pyro-Mix for Kids, 165-teilig, bunt gemischt aus Bienen, Meteoriten, Silberwirbeln oder Wunderkerzen. Nochmal ein bisschen Jugendfeuerwerk haben wir auf der nächsten Seite und da haben wir die 10 Zauberlichter zum Preis von 3,49 €. Direkt daneben dann aber die Flashbangs. Jetzt statt 2,99 € für 3,79 €, jeweils 10 Stück in einer Packung beinhaltet, also quasi ja Abschuss und dann ein relativ lauter Knall für diejenigen, die nicht wissen, was dahinter steckt. Daneben dann das Kracher-Inferno zum Preis von 3,99 € statt ehemals 2,99 €. Ist ein 150-teiliges Böller-Sortiment. Da das Böller-Sortiment bei Aldi gegebenenfalls rausgeflogen ist, wie es aktuell aussieht, kann ich mir vorstellen, dass das bei Lidl auch relativ gut gehen wird. Ein weiterer unbekannter Preis leider bei den Vulkanen. Und zwar haben wir hier Color Stars, Gold Silver, den Einhornpups und neu statt dem Blinker-Vulkan, den wir sonst dabei hatten, soll es der Silberberg werden. Da bin ich auf jeden Fall mal drauf gespannt. Da steht auf jeden Fall Goldfontäne mit hellen silbernen Blinkern. Hört sich soweit spannend an, preislich. Hat man die Gerüchte gehört, dass es wohl 9,49 € sein sollen, aber gut, die finalen Preise werden wir dann abwarten müssen. Und als nächstes auf der Seite haben wir Four Twister bzw. Twister viermal beinhaltet zum Preis von 5,99 €, vorher 4,99 €. Ja, das Ganze ist so ein rasanter, aufsteigender Wirbel, quasi auf den Boden legen und dann schraubt er sich in die Luft. Wir nähern uns langsam dem Ende und da haben wir nochmal das Bombette Leucht- und Knallfeuerwerk Selection Paket. Über 60 Teile für 37,99 €, ähnlich wie das Jewels of the Sky. Also ich muss sagen, ich selber halte nicht so viel von den Sortimenten. Ich stelle mir das meistens eher selber zusammen. Aber gut, für den einen oder anderen könnte es natürlich was sein. Dann die Alligator, theoretischen Klassiker, aber schaut euch mal bitte die Bauart an. Vorher hatten wir auch immer 15 Schuss, es sollen auch 15 Schuss bleiben. Aber Bauart, 4x4 soll es werden? Weiß ich nicht. Also entweder da wurde ein Schuss weggelassen oder die Grafik ist falsch oder sollen 16 Schuss sein. Also das bleibt auf jeden Fall spannend und abzuwarten. Jedenfalls steht fest, von 3,99 € auf 4,99 € erhöht. Dann ebenfalls teurer geworden ist das Leuchtspektakel. Ein Set für 5,99 €. Ich muss sagen, das hatte ich ja vor vielen Jahren relativ häufig. Ich finde besonders für Familien oder so könnte das noch ein Set sein, was zum ja, geringen Preis schön zum Vorzünden ist. Das war es dann erstmal mit dem Lidl-Feuerwerksortiment. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, könnte es sein, dass noch einiges ergänzt wird. Zum Beispiel fehlt das Fire Fantasy, was allerdings umbenannt werden soll in das Supersonic, ist hier noch gar nicht mit drin. Also es bleibt weiter spannend. Soweit erstmal zum aktuellen Stand und alles weitere erfahrt ihr wieder immer natürlich auf meinem Kanal. In jedem Fall euch noch einen schönen Tag und ich freue mich auf die nächsten Videos und Livestreams mit euch. Euer Feuerwerk News.